Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge. Jo, Knuddel, Knuddel, Knuddel. Naja, so ähnlich. Eigentlich die Sims 4 Zeit für Freunde. Und wir sind jetzt. Haben hier immer noch was auf dem Ofen stehen? Dann kochen wir das mal zu Ende. Schön zu Ende koche. Ja. Wir machen mal so ein bisschen Alternative an. Vielleicht machen wir mal auf Mittel. Bisschen abwechslungsreichere Musik, nicht immer Pop oder sonstige Pop-Sachen, sondern einfach mal. Könntest es essen, aber wir lassen es. Aber dein lieber Sohn hat Hunger. Der kann es dann essen. Haben wir denn noch genügend im Kühlschrank? Sieht danach aus. So. Die liebe Lea ist gerade zur Arbeit gehuscht. Und wir, ja. Oh, und sie ist aber auch schon wieder da. Und wir sind sehr kokett drauf. Wir haben ja in den letzten Folgen angefangen, hier eine neue Verbesserung zu machen. Und die möchte ich natürlich jetzt auch noch weitermachen. Deswegen schicke ich sie nach draußen. Ja, theoretisch. Es ist Kartenspiel gewinnen. Achso, Kartenspiel. Wie sieht's mit unserem Bestreben aus? Okay, wir wollen einfach nur was noch verdient haben. Das heißt, theoretisch können wir Geld ein bisschen ausgeben. Das ist ja gut. Also wir wollen ja eigentlich nur so viel Geld verdienen. Ach ja, wir sind ja noch in Beziehungen, ne? Theoretisch. Ich lade vielleicht mal die liebe Anna ein. Die hat hoffentlich Zeit. Sie ist ja Stadtgärtnerin, die bestimmt Zeit. Wird gleich da sein. Perfekt. Und dann begrüße ich sie einfach mal ganz lieb. Ist halt einfach eine Freundin, ne? So. Ich bitte sie dann mal lieb herein. Und dann kann ich eigentlich mal was Leckeres grillen und wir essen hier draußen was. Camper-Eintopf machen wir. Was ist das? Witziger Eintopf. Machen wir mal eine Fruchtpastete. Machen wir mal einfach eine Fruchtpastete. Mal gucken, wie das klingt. Setzen uns dann da einfach mal so hin. Unsere liebe Lea ist ja eh so ein bisschen beschäftigt. Was ist der liebe Herr vor? Ach so. Dann machen wir hier mal so gemütliche Füll. Schalten wir das mal an. Hä? Einschalten. Mach Feuer. Ach so, du. So, sei mal so lieb, schalte das an. Ja, ist ja gut. Du kannst eigentlich reingehen und Fernsehen gucken. Warum ist das hier dreckig? Oh, wie süß, jetzt macht er den sauber. Vielleicht sollten wir hier nochmal so ein Dingens hinstellen. So ein Beistelltischchen oder sowas in der Richtung.
So sieht das doch aus. Können wir das? Ja. Oder warte. Nee. Geht nicht mehr mit drauf. Stellen wir sie da halt einfach noch mit hin. So. Na wohl. Granif's in a say. With Free Hopper Ribby. Turupanon. New Beam. Giraffa. Befite Pelka. Kumiao Sharks Motion. Batanavi Scansis. Domi Bayen. So, dann essen wir nämlich zusammen was. Zimse. Belaine. Ach so. Zusammen sitzen, zusammen Gericht nehmen. Geht das so? Sollst jetzt nicht drinnen essen, sondern wir essen hier draußen. Was macht sie jetzt? Hallo, ich habe extra hier gekocht. Und jetzt unterhält sie sich mit meinem Sohn. Naja, Lea ist so beschäftigt hier, dass sie das ja gar nicht mitbekommt, was da eigentlich abgeht. Und du sitzt jetzt hier ganz alleine draußen. Das ist ja so nett und kommt jetzt raus. Wow. Jetzt bist du mal so nett und kommst hier zu. Hier rüber. Haben wir noch ein Kompliment. Könnten diese Lampe dann auch hier oben draufstellen. Das ist auch so ein bisschen, mir geht nicht schräger. Warum steht ihr jetzt schon wieder? Sitzen? Essen? Essen? Zusammen sitzen? Naja. Seltsam, seltsam. Bei dir ist alles okay, oder? Eigentlich müssen wir noch hier diese Schädelherausforderung machen. Für diejenigen, die ich halt nicht gesehen habe, bin ich jetzt in die Diere de los Muertos Herausforderung. Und, ja. No. Dimpa Yudish. May pick Yimbara. Oh, Kimba. Da können wir nämlich, Schädel sammeln. Dazu müssen wir aber Leute, die halt hier irgendwie rumlaufen und anscheinend bei den Festivität teilnehmen, müssen wir sie irgendwie dazu überreden, uns einen Schädel zu geben. Und, ja, die können wir dann sammeln. So ist es halt gedacht. Shalbo Barleen. Shaima Kabij. Biru Penevi. Uchima. Kwafika Dopki. Abenu. Finnika. Splorab. Gazotam. Nalfig. Vaboong. Yabibo. Yabibo Squaw. Drenif. Kwahibin. Meboof. Ki boom boom boom. Egnoosh! Freebay Marble Sword. Arv! Arvin! Susu! Warum haben die eine unbehaglich. Okay, warum? Shimmeray Jabin Slawfish! Neebs! Alcha! Jabin! Oh, Bouchard! Quark! Ich muss sie so ein bisschen. Jessene Klonkas Rabana! Ja, ich kenne sie ja gar nicht wirklich. Philbar! Ah, Bayumi! Ah! Sturm Garsha Thark! Thark Thark! Wir müssen dringend dann noch ein schwereloses Training machen. Samba. Ein bisschen tratschen, über die Interessen quatschen. Nach ihren Tag fragen. Sie ist eine selbstsichere Person, also selbstsicher und gesellig. Ist ja eigentlich schön. Wir sind ja ordentlich. Ein Bücherwurm. Ja, flasit. Oh. Wime. Frenna. Parnaquab Dufa? Samba. Farbosabe? Garba. Efridroy Yimbara. Suchen wir es nochmal mit einem Kompliment über ihr Aussehen.
Unser lieber Sohnemann ist schon lieb ins Bett gegangen, eine Perfektionistin. Das Zimmer passt irgendwie auch nicht mehr zu seinem Alter. Naja. Du bist hier noch fleißig am Bauen, aber hast es auch gleich schon geschafft und ab geht's zum schwerelosen Training. So. Ups. Und da ist sie weg. Und was ist jetzt hier bei euch? Wo ist denn sie hin? Ach, die ist reingegangen. Wir Fernsehen gucken. Veranoi, Quaba, Parsecong, Starboy. So, wir sind jetzt sehr selbstsicher. Dann sollte das eigentlich funktionieren. So, ich bin drinne. Meine Freundin ist gerade weg. Es ist auch so krass, jetzt auf nur eine Grundstück, wo die Freundin gerade im Weltraum ist, hier sich eine andere anlachen. Ne? Ist auch echt nicht so der tolle Typ, ne? Torkanoo. Wie jetzt? Du gehst? Ich will aber... Ey! Nein! Was ist sie weg? Toll! Jetzt schicke ich hier nur eine kokette SMS hinterher. Vielleicht meldet sie sich dann ja nochmal. Ach, meine arme Lea, dir geht's gar nicht gut. Kümmern wir uns einmal richtig um dich, dass es dir wieder gut geht. Hast du jetzt eine Hose gemacht? Nee, ne? Nee. Die ist drinne, du Dödel. Du charmanter junger Mann. Lass die junge Dame doch mal in Ruhe. Schick dir noch mal eine kokette SMS. Und dann noch eine kokette SMS. Wir teilen jetzt ein paar kokette SMS. Hey! Ach so. Oh, mein Hals. Keiner meldet sich bei dir, hm? Oh, me va. Fruba! Yaba, thanks, Apanoi. Aha. Alles gut da hinten? Ach so, der Herr muss die Toilette verwenden. Toll. Du nicht, er sollte. Schmecken die Fistaco nicht? Nee, Jibsi. Ja, du sollst auf die Toilette gehen, hier. Verwenden, Toilette. Jinkau Epinoi. Kipluna. Ach, wie wär's mit dem kleinen, süßen Techtelmechtel? Mit der lieben Lea. Ach mein Gott, jetzt täusche ich das vor und schwuppdiwupp muss ich schon selber richtig gehen. Ach, ihr Süßen. Ihr seid ja süß.
Stop, Humble Steve. Steve. Metall. Wow. Dann essen wir noch mal kurz die Fischtacos auf. Cousin Fieber. Ah. Jo, und wir wandern wieder mit raus. Seit wann haben wir eine Gitarre? Keine Ahnung, seit wann wir eine Gitarre haben. So, weiterentwickeln. Können wir nicht noch. Können wir nicht weiterentwickeln? Auch nicht. Geht auch nicht. Level 5 der Charisma-Fähigkeit. Warum beobachtest du lieber im Schlafen? Haben wir hier keinen Spiegel? Wollen wir denn nicht mal was anderes anziehen? Hier ist was Bequemes. Aber wir haben wirklich kein. Wir haben keinen Spiegel, wo wir Charisma-Fähigkeit üben können. Echt nicht? Dann klebe ich mir hier mal einen hin. Mann muss doch rein. Oder in den Flur? Machen wir das halt hier im Flur. Dann üben wir ein paar Anmachsprüche. Das könnte dem Jungen bestimmt helfen. So. Jumbasika. Ja, weil auch Stinktiergeruch auch alle Frauen sofort zum Schwelgen bringen. Bisschen Rede üben. Umbuwambo, umafatsu. Ah. Tja, bunamabki. Zambi nufa, wone che. Boah. Feine Spino. Er könnte so ein guter Politiker werden. Auch wenn er überhaupt nicht so aussieht und sich überhaupt nicht engagiert, aber. Siwa, doba, filabuk, charbe daza. Oh, gumau. Grell meep, pfefferu wal bish dorne, noi aspa filibok. Epsu parfo, barbo wango, farbo, eh? Da bishi, boncha plas noi, dorna emka floof. Yafis bar nibor. Ach stimmt, wir haben hier noch die schönen. Das schöne Bild mit Felix. Voll süß, wo sie ihre Haare noch so lang hat. Hier nicht auch noch ein paar Bilder? Nee. Poster. Echt noch sehr kindlich eingerichtetes Zimmer. Wir haben überhaupt. Back. Finally, Spino. You have to make kissy.
Nizobuna. Habari Shersha, Gribix Thibid, Phobia. Zomphus, Zomphishapula, Sebene Gafa, Brifna. Das sieht so lustig aus. Ja, und an dieser Stelle mache ich jetzt eigentlich auch schon gerade, ich werde echt mal hier durch die Wohnung gucken, was hier noch so alles an den Wänden hängt. Man sieht es ja nicht immer. Und ich finde, so ist es immer sehr schwierig zu sehen. Und ich finde jetzt richtig, hier so in dem Modus kann man sich das besser vorstellen. Und dann ist man wirklich in der Wohnung drinne. Da habe ich dann auch mehr das Gefühl, dass ich dabei bin. Das ist auch so cool, hier durch den Torbogen zu sehen, wie er da seine Rede übt. Ja, wir sehen uns dann in einer weiteren Folge am Morgen auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wir müssen es genießen, solange es noch läuft, bis die Pause dann da ist. Für diejenigen, die es halt nicht wissen, schaut auf jeden Fall noch in meinem Infovideo rein vom 4.10. Da werdet ihr dann drüber informiert bezüglich dieses Let's Plays, wie das halt alles weiterläuft und wie das halt alles sonst wird, nach dem großen neuen Erweiterungspack, was am 3. November rauskommen wird. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch noch drauf, ein bisschen was hier in dieser kleinen süßen Familie zu erleben. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!